So schmeckt der Sommer. So schmeckt der Sommer. So schmeckt der Sommer. Liebe Freunde, willkommen bei Bamberg TV 1. Flüssigtapete schon mal gelesen, gehört. Wir haben es auch gelesen und dachten uns, was ist eigentlich die Flüssigtapete? Wie funktioniert das ganze Spiel? Und deswegen sind wir heute in Buttenheim zu Gast bei WEMA. Also die können das nämlich richtig gut und ich bin gespannt, was sich hinter dem ganzen Begriff Flüssigtapete versteckt. Und das heute bei Bamberg TV 1. Matthias, der wartet schon drin auf mich und ihr dürft mit rein. Guten Morgen. Hallo. Guten Grüß dich, Matthias. Hi. Servus. Hi. Und wie? Gut. Alles fit. So. Wunderbar bei so einem Wetter. Ihr habt die Flüssigtapete. Ja. Was ist die Flüssigtapete? Flüssigtapete ist ein ganz innovativer Wandbelag aus Baumwollfasern, Naturfasern und Textilfasern und wird dann mit einem Kleister und Wasser gemischt. Mhm. Gibt einen Brei und dann ziehen wir es mit der Kelle auf die Wand auf. Ist ganz easy. Seit wann gibt es WEMA Flüssigtapete? Seit über 33 Jahren. Oh. Ja. Wir haben ein Patent darauf oder wie ist das? Wir haben allein für Deutschland für das Material, sind bundesweit unterwegs, mittlerweile auch über Deutschlands Grenzen hinaus. So sind wir hier im Bamberger Raum, ne? Genau. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Wir gucken mal rum. Das heißt, wo beginnen wir eigentlich? Wir beginnen hier in der Ausstellung. Okay. Ich zeige euch gerne mal, wie es funktioniert, ja. wie es verarbeitet wird. Mhm. Und dann zeigen wir euch mal die Designvielfalt, was man mit dem Material alles so machen kann. So machen wir das, wir zwei. Also, jetzt geht's gleich weiter und wir gucken mal, aus was das Ganze eigentlich besteht. Angekommen sind wir nun im Ausstellungsraum und jetzt Tapetenrollen kennt man. Ja. Das sieht nicht aus wie Tapetenrollen. Nein, das war was ganz anderes, sondern Tapete aus der Tüte. Ja. Tapete aus der Tüte. So, das heißt, wir brauchen? Wir brauchen einmal ein Material, das Grundmaterial. Mhm. In der Regel sind diese Muster fix und fertig gemischt. Also es gibt ein Muster, Designmuster, mhm. 70, 80 Stück ungefähr, die fix und fertig vorgemischt sind, wo der Kunde einfach nur Wasser und den Kleber dazugeben muss und dann kann er losgehen. Designmuster, das heißt, mhm. Nicht nur blank, weiß, sondern wie richtig, viel? Von weiß bis schwarz, jede Nuance. Ich kann diese Materialien einfärben, mhm. einfärben mit Farbpigmente aus der Natur gewonnen, mhm. Mit Textilfasern wie zum Beispiel Glimmer, Lurex, mhm. den man mit reinschmeißt und dem Material einen ganz, ganz edlen Glanz dann gibt und einen ganz edlen Look verleiht. So, das heißt, wenn ich mal reinfasse? Ja, gern. Das fühlt sich an wie mein Kopfkissen. Sehr natürliches Material. Das Ganze ist baubiologisch geprüft. Mal gucken vielleicht, ne? Hier so. Hm? Für Allergiker, Asthmatiker bedenkenlos zu verarbeiten. Okay. So, das heißt, wir brauchen erstmal das als Grundsubstanz. Genau. In dem Beutel kriegt der Kunde das geliefert oder holt es hier in Buttenheim bei uns ab. Dann steht hier ein Name und Nummer. Das Wichtigste für den Kunden ist hier die Wasserzahl. Mhm. In dem Fall 5,5 bis 6 Liter Wasser. Oben in diesem Beutel ist diesen kleine Kleber drin, der bindet das Material, ein spezieller Kleber, der abgestimmt ist darauf, auf einer Zellulose-Basis aufgebaut, wird ins Wasser reingerührt, warmes Wasser nehmen, Material einrühren, dann das Material einstreuen, schön mit der Hand durchkneten und dann soll es eine halbe, dreiviertel Stunde weichen und dann können wir loslegen. Dann können wir loslegen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Sachen da. Zum Beispiel das. Was sind das? Das hier ist jetzt ein Farbpigment, ein Farbpulver, mit dem ich das Material einfärben kann. Mhm. Das heißt, es kommt vorher ins Wasser mit rein, färbt das Wasser in dem Fall hellgrün. Mhm. Und mit dem grün gefärbten Wasser rühre ich dann das Grundmaterial an, dass sich es durchfärbt und habe dann eine einheitliche Farbe und die Struktur kommt dann raus in der Trocknungszeit. Sensationell, hä? Was nicht alles gibt, du. Und das ist fertig gemischt praktisch. Richtig. Das ist jetzt auch wieder ein Zusatz. Wir sprechen hier von unserem Bambu. Bambu sind Fasern, die geschnitten sind in einer gewissen Länge. Bringe ich dann auch im trockenen Zustand in dieses Grundmaterial mit ein. Habe dann eben diese hellgrauen Elemente mit drin. Dann lebt das Ganze ein bisschen. Also wie schon gesagt, für jeden Geschmack was dabei, total individuell zu handhaben. Ich bin da begeistert. Hey. Aber was ich ganz cool finde, den wir zeigen, jetzt wird es Glitter und Glamour, ne? Das heißt, die Partikel kann man damit reinmischen und dann glitzert es auf der Wand. In vielen Materialien ist ein bisschen schon was mit drin. Mhm. Wer natürlich mehr möchte oder zusätzlich nochmal einen schönen Effekt haben will, der nimmt sich dann passend zum Design dann entsprechend den Glimmer, ob Gold, Silber, Kupfer, Bronze, Rot, Grün, Gelb, je nachdem, was man gerne haben möchte. Krass.
So, jetzt würden wir einmal was machen. Würde ich sagen, wir rühren jetzt mal einmal an, dass wir mal sehen, wie es funktioniert, oder? Mhm, gerne. Also, wir sehen uns gleich, wenn Jörg am Topf steht und dann Tapete anrührt, Flüssigtapete. Also, Topf ist da mit Wasser vollgefüllt. Dann haben wir den Beutel mit dazu. Genau. Kleber mit dazu. Ja. Und jetzt war es ungefähr eine halbe Stunde. Richtig. Das wird mit der Hand durchgerührt, dass keine Klumpen mehr drin sind. Also es wird so ein homogener Brei. Und diesen Brei kann ich jetzt den ganzen Tag verarbeiten. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag verarbeitungsfähig. Ich kann eine Stunde Mittag machen, mache danach wieder weiter. Es wird nicht fest. Nur das angemachte Material soll man am gleichen Tag verarbeiten. Okay. Der Hit war jetzt eben, er sagt zu mir, wenn wir dann angehört haben, müssen wir warten eine halbe Stunde, dann machen wir eine Wehmer Bierpause. Ja. Und das finde ich jetzt einen absoluten Knaller. Jeder Kunde bekommt, Achtung, diesen Karton dazu, ja. Und was da drin ist, Achtung, der schickst du wirklich weltweit dann rum, wenn einer bestellt. Wir versenden jede Kommission, also weltweit, bundesweit, jeweils eine Flasche Bierpause mit. Das heißt, in diesen 30, 40 Minuten, wo wir eben das Material weichen lassen, haben wir eine schöne Pause, dann funktioniert es hinten noch besser. Dann kann der Kunde ein Buttenheimer Bier trinken. Genau. Es ist so unglaublich, oder? So, jetzt kommt ihr mal ein bisschen her mit der Kamera, das seht ihr auch mal was. Wir fassen nicht letztes Mal rein. Also, so schaut's aus im Töpfchen. Ja, es ist so, kann doch reinfassen, ne? Ja. Ich fasse mal rein. Das ist ja glitschig. Das heißt, das ist nur die Faser, ne? Richtig. Und es glitzert auch mit drin, ne? Da ist jetzt ein Glimmer mit eingemischt, ein Silberglimmer, ja, der dann an der Wand, wenn das Wasser weg ist, kommt die Struktur raus. Hm. Hat so gut wie keinen Geruch. Und es klebt auch nicht so an den Händen, fast nein, groß, ne? Geht alles mit Wasser weg. Alles mit Wasser weg? Ja. Boah. Also, so. Das heißt, jetzt ist fertig, jetzt geht's an die Wand, ne? Genau. Jetzt haben wir ja zufällig an die Wand, die wir bearbeiten könnten. Richtig, wir haben ja hier unsere Ausstellung und wollen natürlich schauen, dass die immer wieder auf den aktuellen Stand bleibt und haben hier heute auch ein, zwei Wände neu zu gestalten und die zeigen wir Ihnen gleich oder zeigen wir euch mal gleich, wie das so funktioniert und an die Wand gebracht wird. Genau, und vor allem, wie man es wieder runterbekommt. Ja. Natürlich hat jeder Kunde, der auch hier in Buttenheim vorbeikommt, selber mal die Möglichkeit, das Produkt mal auszuprobieren anhand unserer Testwand. Also das heißt, wir geben ihm da Hilfestellung. Jeder kann dieses Material wirklich problemlos auf die Wand aufbringen, ohne große Übung. Also ich bin gespannt, wie es auf der Wand ausschaut, weil die Wand ist ein bisschen uneben. Mal gucken, ob es das ausgleicht. Ich bin gespannt. Ne? Und bis dahin kann ich ja so ein bisschen kleinen Happen essen. Ne? Angekommen sind wir nun an der Wand und die möchten wir jetzt mal verschönern. Jetzt, Matthias, jetzt stehst du da mit guter Hose, Oberteil, nichts mit Malerklamotten, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, nein. Das ist was ganz Sauberes. Erst einmal geht es alles mit Wasser dann wieder weg und es macht wirklich keinen Dreck. Das heißt, ich muss meine Wände eigentlich nur, also, oder meinen Raum, nur die Wände freirücken, deck meinen Boden unten ein bisschen ab. Ja. Ich muss auch das Klebeband nach dem Grundieren komplett gleich entfernen, weil an Türrahmen, Fensterrahmen macht es keinerlei Flecken, es geht alles mit Wasser weg. Cool, oder? So, das heißt, wir haben ja Mauerwerk, wenn es ist zu Hause, oder auch Riehgips. Ich habe jetzt Riehgips zu Hause. Kann ich es da aufbringen? Auf jeden Fall. Ist grundsätzlich vollkommen egal, welchen Untergrund ich habe. Aber Riehgipsplatten, Spanplatten, Altbau, Neubau, vollkommen egal. Das Material hält wirklich auf jeden Untergrund mit den entsprechenden Vorgrundierungen von uns. Vorgrundierung heißt, wir brauchen, also die alten Tapeten müssen wir definitiv runter machen, weil durch die Feuchtigkeit wird sich ja die sonst lösen. Auf dem tragfähigen, trockenen Untergrund muss dann ein Tiefengrund aufgerollt werden und ein Haftgrund, damit der Untergrund so weiß und rau wie diese Platte hier wird. Dann lässt sich es leichter verarbeiten und es schiebt sich von der Wand nicht ab. Zweiter Effekt ist dabei, wir haben ja trotzdem Feuchtigkeit, das heißt, es braucht ungefähr 2 Tage zum Trocknen des Material. Würde Pigmente aus deiner Riesplatte die Pigmente rausziehen, wenn sie anweicht, dann kriegen wir Farbunterschiede, gelbe Flecken. Und um das zu vermeiden, ist dieser spezielle Tiefenhaftgrund da, wie eine Lebensversicherung für dieses Material, damit es wirklich dann hinten nach auch seine 15 bis 20 Jahre hält. 15 bis 20 Jahre? Ja, wir sprechen von einer doppelten bis dreifachen Lebensdauer, gerade im Flur-Treppenhausbereich. Ideal, das machen wir einmal und dann habe ich dann auch mal Ruhe. Echt? Ich bin gespannt. Wir fangen da mal an der Wand. Das heißt, die Wand ist jetzt hier vorbehandelt, mit dem tiefen Grund. Genau. No? Da ist ein älterer Putz drunter gewesen. Das heißt, wir haben hier sogar angesetzt. Es ist gespachtelt worden. Wie man schon sieht, also normalerweise würde zu Hause keiner mit so einer Wand arbeiten, weil wenn ich drüber streiche oder drüber tapeziere, sehe ich alles durch.
Mit WEMA Flüssigtapeten kein Thema. Also Unebenheiten bis zu einem Millimeter, wie in dem Fall, werden ohne weiteres abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt Rigips habe und tippe jetzt hier ab, grobe Sachen verspachtel ich, aber dann gar nicht großartig viel schleifen, sondern ich kann es wirklich drüber machen. Richtig, ich spachtel, nehme meine Unebenheiten weg. Okay. Über Nacht fällt diese Spachtelmasse ein bisschen rein, ziehe es nochmal ab, sodass keine Nasen mehr da sind und könnte mir die ganze Schleifarbeit, also den Dreck, wirklich dann auch sparen. Und das heißt, beispielsweise im Winter, wenn ich die Heizung anhabe, trocknet es in 2 Tagen und im Sommer brauche ich keine Heizung, weil die Sonne ja sowieso da ist. So ist es ja, genau. Also, dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Mit guter Hose, guten Schuhen, Ansberg. Ich bin gespannt. Du. Wir verwenden grundsätzlich Kunststoffmaterialien, eine Kunststoffglättkelle, kein Metall. A ist die flexibler, die ist speziell für das Material. Gib was auf so eine Portion auf meine Kelle, drück dies einfach nur mal an die Wand und schon bleibt es mal hängen. Also es fällt nichts runter. Ja? Und dann nehme ich meine Kelle und wirklich ohne Druck und verteile denn das Material nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, so dünn, dass der Untergrund abgedeckt ist. Das ist ja der Hit. Also diese Unebenheiten, Risse, Löcher können somit langlebig abgedeckt werden, ohne dass ich was dran sehe. Das ist ja der Knaller. Einfach drauf und dann schön verteilen. Das geht ja auch schnell vor allen Dingen. Ne? Richtig. Total easy. Die Schichtstärke gibt letztendlich unser Haftgrund vor. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt spüre, es kratzt, dann habe ich es zu dünn. Und von dem Beutel, was wir vorhin gesprochen haben, aus dem Beutel bringen wir 3 bis 3,5 Quadratmeter raus. Das kann ich mir beim ersten Beutel auch mal anzeichnen. Versuche den Beutel reinzuschmieren, dann weiß ich beim nächsten, wie weit es sich kommen muss. Das ist ja toll, hä? Also, dann machst du mal weiter und ihr dürft zugucken. Oder? Wenn ich der Türstock, ich finde es eine Sensation, dass da wirklich gar nichts drauf. Ne? Ja. Nichts abkleben, gar nichts. Nichts abkleben, gar nichts. Das Einzige ist beim Defo und Haftgrund, ganz klar, das sind Farben. Aber danach kann ich alles schön sauber machen, mache meinen rauen Besen rein, sauge ihn kurz ab. Ich finde es cool, weil wir auch alle beide da schon mit weißem Hemd und nichts ist, nichts spritzt, gar nichts. Ja. So, jetzt haben wir hier immer noch so Unebenheiten. Ne? So kleine sind dann doch irgendwo drin. Ne? Ja, diese Unebenheiten, angenommen, ich habe wirklich uralte Wände, einen Altbaubereich und bringe solche Streifen rein, die ich jetzt mit den einen mache ich raus, den anderen wieder rein. Dann gibt es unsere Korrekturkelle. Korrekturkelle? Diese Korrekturkelle wird eigens für WEMA hergestellt. Die hat hier 2 so Scheiben, eine kurze und eine lange. Und wir arbeiten immer mit der langen gegen der kurzen. Und wenn ich jetzt eine Wand fertig habe, muss ich das mit der großen gar nicht so genau abziehen. Dann nehme ich diese Kelle, circa so 45 Grad Winkel und ziehe es einfach nur mal so ab. Ist ja arschglatt. Und so wird das Material an der Oberfläche schön glatt. Das ist ja der Hit. Willst du es mal probieren? Bitte. Gerne. So, auf die Spachtel fertig los, ne? Ist mir auch. Ey, das fühlt sich eigentlich auch so cool. Das macht Bock. Das macht echt Spaß. Ja. Mit den Tapetenkleister daheim und die Rollen und so, also das ist ja, das kann ja sogar ich. Das heißt voll was, gell? Ich bin jetzt total intim beim Tapezieren. Aber was mich auch sehr überzeugt, diese Rundungen, man muss nichts einschneiden, Tapeten muss nicht mehr schneiden und dann reißen sie ein und dann... Ja, gerade wenn du an einen Flur, ein Treppenhaus denkst, ne? Viele Ecken und Kanten. Ich muss hier bei dem Produkt wirklich nichts schneiden, nichts kleistern, nichts messen. Es geht nichts auf, ich habe keine Nähte und Stöße. Und somit kann ich jede kleinste Ecke, notfalls auch mit so kleinen Japan-Spachteln, die wir mitliefern, mal ein bisschen zuschneiden zwischen Türrahmen, Lichtschalter, wunderschön reinarbeiten und alles schön modellieren. Oder auch gewendelte Unterseiten der Treppen, ja, einmal frei mit dem Material machbar. Es gibt ja auch was ganz Verrücktes hier im Haus und das gucken wir uns gleich mal an. Und was es ist, das seht ihr jetzt gleich. Was ganz Verrücktes habe ich entdeckt und zwar eine Tapete mit LED-Licht dahinter. Richtig, ja. Wir sind ja dafür, alles individuell
für unseren Kunden zu machen, aber dennoch so, dass es auch jeder selbst verarbeiten kann. Und in dem Fall ist es so, dass wir hier einen LED-Strang haben, also einzelne Lichtfasern, die wir an der Wand spannen mit einem doppelseitigen Klebeband, erstmal angebracht. Dann wird das Material grundiert, wie vorhin schon erklärt, mit einem tiefen Haftgrund. Dann klebt sich diese Faser hier fest und dann wird unser Material, unsere WEMA-Flüssigtapete drüber gezogen. Das wird jetzt erstmal abgedeckt und in der Trocknungszeit kommt diese Struktur, der Retrostruktur, sage ich jetzt mal, einfach so raus. Und wenn ich dann diese Lichtfaser mit einer LED einspeise, dann habe ich hier unterschiedliche Lichtpunkte, das ist der Hit, die dann hervorleuchten mit einem Lichtwechsel. Also wirklich wunderschön, wunderschönes Ambiente, zum Beispiel hinter einer Couch im Wohnbereich oder hinterm Bett oder übers Bett. Da wollte ich gerade drauf kommen. Da oben ist der Sternenhimmel. So, das heißt, auch mit Glasfaser gearbeitet? Richtig, ja. In dem Fall braucht man eine abgehängte Decke, ja, wo man die Glasfaser eben durchsteckt und da, wo wir sie abschneiden, fängt sie dann das Leuchten an. Und auch das kann ich jetzt einfarbig oder auch mit dem Lichtwechsel mit RGB haben. Könnte ich das auch, wie hier es an die Wand machen? Das geht auch an der Wand. In dem Fall braucht man natürlich einen Vorbau, wo wir dann die Lichtfasern wieder von hinten durchstecken. Wäre die zweite Variante. Dann haben wir richtig schöne Lichtpunkte. Und wenn der Lichtpunkt oder wenn ich ein Sternenbild zum Beispiel kreieren möchte, mit den großen Wagen, dann kann ich durch ein Bohrloch zwei oder drei Lichtfasern stecken. Dann leuchtet dieser Punkt dann später stärker. Und so kommt mein großer Wagen eben schön raus und kann jedes Sternenbild mir an die Wand machen, was ich gerne möchte. Das heißt, das Planetarium zu Hause? Ja. Krass, oder? Also, was will man entdecken alles, ne? Was wir jetzt aber tun, ihr dürft euch jetzt mal umgucken, und zwar verschiedene Motive, was man alles mit der Flüssigtapete machen kann. Das jetzt gleich und danach geht es weiter, wie repariert man sie und vor allem, wie kriege ich sie wieder runter, wenn ich sie nicht mehr haben will, ne? Rio, Tokio. Nein, hier heißt es Vereinigte Emirate, Deutschland und Japan. Warum Japan? Die Philosophie unseres Materials kommt aus Japan, denn wir sprechen hier vom ältesten Wandbelag, den es aktuell gibt, der über 380 Jahre alt ist, haben die Japaner erfunden und wurde nach und nach immer mehr mit natürlichen Materialien eben gemischt. Und ja, und so ist es vor gut 30 Jahren, also 33 Jahren, nach Deutschland gekommen. Ja, und meine Eltern haben eben die Chance genutzt, dieses Produkt am Markt zu platzieren. Wir gehen sehr viel über Messen und Präsentationen, um das Material eben zu zeigen, vorzuführen. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, egal wo man es einsetzt, hat das Material sehr, sehr viele Vorzüge, weil nicht nur die lange Lebensdauer, sondern auch durch die Oberfläche habe ich einen schallschluckende Wand, die dann hochatmungsaktiv ist. Also ich kann sie im Bad, in der Küche überall verwenden. Im Bad auch? Im Bad auch, ja. Das heißt, gerade Bäder, wenn ich zum Beispiel ein Bad habe, das auf 2 Meter gefliest ist, letzten halben Meter Decke mit unserem Material. Wenn man zu zweit hintereinander duscht, habe ich keine beschlagenen Spiegel oder Ablagen mehr. Wow. So, das Material auf und gibt es wieder ab. Weil darum dachte ich mir da auch schon, an den Türen überall steht es in Englisch, aber auch in Japanisch. Richtig, ja. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir mit unseren Geschäftspartnern irgendwo auf Augenhöhe sprechen und wir das auch rechtfertigen. Und das ist für uns eine Ehre, so ein innovatives und natürliches Produkt eben an Menschen weitergeben zu können, die
damit sogar ein besseres Wohlgefühl erhalten. Jetzt haben wir was Tolles in der Hand. Ein Schmetterling, Erdnerwasser, träume nicht dein Leben. Und das Ganze ist gelasert. Lebe deinen Traum, ja. Jeder kennt diesen Spruch. Und das Ganze ist gelasert. Und zwar ist es eine ganz neue Technik, die wir ins Leben gerufen haben. Unser Produkt wird hier auf einer Kunststoffplatte aufgezogen. Wenn es trocken ist, ergibt es eine Scheibe, die ca. 2 mm stark ist. Und lasern diese Scheibe dann komplett individuell, je nachdem, wie es der Kunde haben möchte, ob Firmenlogos, Schriftzüge, vollkommen egal. Wie klebe ich es dann auf? Das Ganze wird montiert und zwar auch wieder sehr, sehr einfach mit einem Wäschesprüher von hinten ganz leicht angesprüht. Nach 10, 15 Sekunden wird es stickig, wird es leicht weich durch diesen eigenen Kleber und dann kann ich es auf die bestehende WEMA-Tapete eben aufsticken und kann wunderbare Schriftzüge und Lebenssprüche in meiner Wohnung an den vier Wänden machen. Schon kreativ, ne? Und für alle Fußballfans, ja? Man kann auch das Vereinslogo übrigens sich hinmachen lassen. Ich bin überzeugt, der mir jetzt halt gefällt, ist der Verein, allen anderen, ich entschuldige mich dafür, nur ich kann nicht so viele Vereine hochhalten. Ne? Also, der Franke schaut FC Nürnberg, so ist es. So, das heißt, jetzt geht es ja auch darum, was machen wir, wenn es nicht mal beschädigt ist. Das gucken wir uns unten gleich, glaube ich, an. Ja. Das heißt, wenn einer dagegen rumpelt, so einen Striemen reinmacht oder anmalt. Jede andere Tapete, jeder Putz wäre kaputt. Ja. Kinder malen ja auch gerne mal. Ne? Kinder mal ranmalen mit dem Kugelschreiber, mit dem Filzstift. Ja, bei WEMA Flüssigtapete überhaupt kein Problem. Selbst nach 10, 15 Jahren lässt sich die Tapete ausbessern, ohne dass man was dran sieht. Und das zeige ich euch jetzt. Da bin ich gespannt. Also wir gehen jetzt nach unten und gucken uns an, wenn Jörgi die Tapete anmalt und zerstört und ihr sie reparieren muss. Also ich hoffe, Matthias, ist sich sicher, was ich tun soll. Ich darf nun auf dieser Tafel einfach mal so manipulieren, ne? Also. Genau, das ist eine Spanplatte, die ist grundiert und mit einem Material ganz normal bezogen. Und das ist genauso live, als wenn es zu Hause im Flur oder Treppenhaus bei dir zu Hause passieren würde. Also, Achtung. Ja, das ist schon hartnäckig. Ja, so ist es halt bei uns, wenn Jörg mal loslegt. Aber gut, das macht Spaß, komm, das ist gut. So ist es halt, wenn es mit mir durchgeht. Ne? Halt doch mal das Mikrofon. Ich halte ein bisschen mit. Oh ja, das ist ein schöner Kratzer. Hä? Kind ist runtergelaufen, hängen geblieben, toll. Überhaupt kein Thema. So, und jetzt? Ja, jetzt ist es wichtig, Sprühflasche nehmen, ein bisschen warmes Wasser und das Ganze einfach nur einsprühen. Und einsprühen? Einsprühen. Blankes Wasser? Blankes Wasser, fränkisches Wasser, ganz wichtig. Meine Katze so, ihr seht jetzt, ich sprühe jetzt nicht nur diesen Kratzer ein, sondern auch ein bisschen großflächig. Und wenn man jetzt mal sieht, wie viel Feuchtigkeit, weil wir vorhin über das Bad gesprochen haben, das Material aufnehmen kann, bis es überhaupt mal weich wird. Also nicht so, dass ein bisschen Wasser ranspritzen, das Material von der Wand fällt. Ja, solche Produkte gibt es auch, nicht bei uns. Jetzt wird ein bisschen schleimiger, ne? Mhm. Okay. So, und dann wird das Material jetzt ganz leicht weich. Ja. Wir müssen es noch 2-3 Minuten weichen lassen. Dann müssen wir weichen und ich habe eine andere Idee. Ich male jetzt ein bisschen. Genau, das darfst du machen. So, Montagsmaler. Stellen wir es mal auf Seite. Das ist gut. Sehr cool. Da liegt noch was am Boden übrigens, wenn du es brauchst. Weiß ich nicht. So. Das heißt, wenn die Kinder zu Hause sind und Stift nehmen. Und die sich verewigen, genau, so ist es ja. Ob im Kinderzimmer dann oder im Wohnzimmer hinter der Tür, wo es die Mama erstmal nicht sieht. Aber ja. Wenn sie es sieht. So, und du sagst, das geht wieder runter. Das geht wieder runter, ja. Also, ich mache jetzt Folgendes. Achtung, ich knie mich für dich. Für Matthias. Und ein Herzchen kriegst du noch dazu. Oh, so. So schön. Ja, schön, oder? So, also draufgemalt heißt normale Tapete, eigentlich kannst du überstreichen oder wenn sie nicht streichbar ist, sowieso kaputt. Richtig. Und auf der nackten Wand, ganz blöd. In dem Fall muss ich jede Wand neu streichen, neu renovieren, keine Chance. In unserem Fall mit WEMA Flüssigtapeten nehme ich einen ganz normalen Haushaltsschwamm, ein bisschen Wasser, also was heißt ein bisschen Wasser, gut mit Wasser tränken, ja. Und wenn du mir die Platte ein bisschen hältst, ich halte die Platte. Wische ich die Platte mal ab. Hä?
und das Ding verschwindet. Hört's ja auf. Das ist ja der Hit. Wenn es jetzt trocken ist, wird es wieder ein bisschen heller und ihr seht im Nachhinein keinerlei Rückstände. Das ist aber krass. Weg. Einfach weg. So, was macht meine Wand, die ich manipuliert habe? Also die defekte Wand. Wir machen mal ganz galant so und ganz galant so. Ha, so, ich fasse es mal hin, ne? Aus ist weich. Und die Spülflasche? Also wir spülen es jetzt nochmal nass. Also wenn jetzt hier wirklich zu Hause ist und sagt, ah, voll Macker reingehauen, dann wurscht. Genau. Schaut, also die Faser, die wird jetzt wirklich wieder weich, wie ganz am Anfang, wenn wir das Material aufgetragen haben. Und somit kann ich diese Löcher eben wieder schließen. Es braucht noch ein bisschen Wasser. Und das funktioniert nach Jahren. Ob nach 1, 5 oder 10 Jahren, es wird mit Wasser immer wieder weich. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo viele fragen, wie bringe ich dieses Material immer wieder weg? Nass machen. Nass machen, genau. Spachtel, nass machen, dann wird es weich. Dann kann ich es wieder abschaben, habe meinen sauberen Untergrund wieder. Jetzt dumme Frage, wenn ich jetzt das abschabe und ich sage, ich habe das auf der linken Wand gehabt, will es auf der rechten haben, geht das auch? Theoretisch ja, ja. Ich habe Kunden gehabt, die haben das Material eben nass gemacht, haben es von der Wand geschabt, in einen Eimer rein, ein bisschen neues Material dazugerührt, weil die Quadratmeter eben nicht gepasst haben, da Betonkleister und sein Kleister wieder versetzt und in der neuen Wohnung wieder aufgetragen. Also da Beete zum Mitnehmen, kriegt man übrigens. Tapete to go, ich brech ab. Also jetzt gucken wir mal, wie du ausbesserst. Ne? 15 Minuten später, so schnell geht's nämlich, ist die Wand richtig nass. Also das Material ist wieder so im Ursprungszustand. Ne? Genau, durch das lange Einweichen mit dem Wäschesprüher weicht das Material wieder an und somit kann ich es jetzt auch wieder bearbeiten und kann meine Schadstellen eben auch problemlos wieder schließen. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme meine Kunststoffklettkelle wieder und nehme meine Kelle und fahre drüber. Von allen Seiten ziehe ich das Material ein bisschen bei. Man sieht hier, hier hat sogar vorher etwas gefehlt. Das schließt sich ja komplett wieder noch. Hit. So, wenn das trocken ist, seht ihr da anschließend. Es verschwindet alles komplett. Und wir haben jetzt nichts Neues dazugegeben, sondern wirklich einfach nur Wand? Das Material an der Wand verwendet. Somit sehe ich, wenn das trocken ist, keinen Ansatz, keinen Farbunterschied, nichts mehr. Und kann nach 10, 15 Jahren ohne weiteres eine Ausbesserung machen. Ein Dübelloch zum Beispiel oder ein Nagelloch. Wenn ich ein Bild verhängen möchte, weil das Material ist hoch anisostatisch, also nehme diesen Schmutz, den Staub nicht so schnell an, sprühe es ein, schließe mein Loch wieder und der Fall ist erledigt. Das heißt, wenn das Kind draufmalt oder Oma und Opa mit dem Rollator dagegenfahren, wurscht. Genau, so ist es. Und dann Sprühflasche mit der Kelle bewaffnen und los geht's. Also ich finde es ein Hit. Und das gibt es im Landkreis Bamberg. Ne? Unglaublich. So, dann sehen wir uns gleich nochmal. Und warum wir uns nochmal sehen, das seht ihr gleich. Das war also die Reportage Flüssigtapete. Ich finde es ein geniales Produkt. Und Matthias, vielen Dank, dass wir da sein dürften bei dir. Ne? Gerne. Ihr seid immer wieder herzlich eingeladen, so wie jeder andere auch, ja, unsere Ausstellung hier zu besuchen. Ich finde es mördermäßig cool. Geiles Produkt, ganz gesund und vor allem so flexibel. Man kann es wirklich, sogar will ich als Frau, als Mann, ganz einfach hinbringen, fertig. Kinderleicht zu verarbeiten, wir geben die nötige Hilfestellung. Somit haben viele, viele Menschen da draußen ihre Wohnungen für viel, viel schöner, gesünder und lebenswerter auch schon gestaltet. Also ich finde es geil. So, und was machen wir jetzt in Franken? Ne, nee, Bierpause. Ja? Bierpause. Jetzt ist nämlich Feierabend. Ich sage danke fürs Zuschauen. Servus, ciao, bis zum nächsten Mal, wo es uns dann hin verschlägt. Naja, lasst euch überraschen. Wir machen jetzt Gluck, Gluck. Wo gehen wir hin? Aufs Bänkchen? Aufs Bänkchen, komm. Bamberg TV1. Gefallen Ihnen unsere Sendungen? Dann werden Sie Fan bei Facebook. Unter www.facebook.com/BambergTV1 finden Sie stets aktuelle Neuigkeiten und sehen immer zuerst unsere neuen Sendungen. Jetzt Bamberg TV1 Fan werden. Ein kleiner Klick mit großer Wirkung. Jo, ne? Gut. Jo, ne?